Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Rocket League. Und ich bin nicht alleine. Der Chor ist nämlich auch da. Und hallo. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, ab jetzt nicht mehr im freien Modus, sondern im Ranked-Wettkampf-Modus. Wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. In der Hoffnung, dass es so weitergeht wie in der letzten Folge mit 3 Siegen. Ah! Nein, ich hänge an der Kante. Nein! Und das ist ein Gegentor, oder? Ja, scheiße. Ja, irgendwie hat mein Controller am Anfang ein bisschen gesponnen, weil ich so blöde war. Mein Controller, er ist halt ein Bluetooth-Controller, ne? Xbox-Controller, aber irgendwie hat er keine gute Verbindung, sobald ich ihn unterm Tisch habe. Okay. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, auf jeden Fall, liebe Freunde, die letzte Folge war ja sehr erfolgreich. Wir haben uns nämlich gerade schon, also die letzte Aufnahme ist jetzt 3-4 Minuten her. Wir hatten uns so einen schönen Namen überlegt mit Phönix aus der Asche, weil das passte ganz gut. Dass wir nach 4 Jahren oder so mal wieder was mit Rocket League machen. Ja. Das ist schon übel lange her. Aber ja, bei mir fängt es wieder an zu laggen wie so ein Eumel. Ich verstehe das nicht. Das hatte ich das letzte Mal, wo ich Rocket League gespielt habe. Ja. Dass das jetzt aber bei dir ist, verwundert mich ein bisschen. Ja, vor allem, ich seh alles nur noch zickzack, ne? Ja. Den Ball beispielsweise habe ich bei mir komplett getroffen. Auf einmal springt er durch die Gegend. Ja, das ist... Ja. Ganz schön... Typ Rechenzentrum? Achso, nee. Ach, scheiße, das war meine Schuld. Ja, komm. Wir haben ja immer noch unsere Statistik. Alter, das ist genauso wie bei dem Video, ne, damals. Immer noch unsere Statistik, die sagt, wir gewinnen ein Spiel, 2 Spiele und verlieren 1. Also wenn wir das erste verlieren, haben wir immer noch 2 zu gewinnen. Ja, die letzte Folge haben wir aber was Besseres gezeigt als das hier. Ja, aber... Alter, was ist jetzt mit meinem Controller los? Früher hatten... Das Gefühl, die Gegner manipulieren uns. Ja. Früher hatten wir auch mal die inoffizielle... Ja, genau! Was hatten wir die inoffizielle, was? Die inoffizielle Regel, sobald wir gegen ein Batmobil spielen, damals Batmobil, ja, vor 4 Jahren, mega populär hier in Rocket League, gerade das 2016er Batmobil von, ich glaube, es war Batman vs. Superman von dem Film. Ja, war das. Das war das. Mega populär. Und immer wenn wir gegen ein Batmobil gespielt haben, wenn die Gegner dieses Batmobil hatten, haben wir das Spiel verloren. Wir konnten machen, was wir wollen. Ja, das war wie ein Fluch. Ja. Verfluchte Scheiße. Nee, das war nicht mein Plan und das war auch nicht mein Plan. Ja, meiner auch nicht. Oh. Wow. Ja, also... Oh Gott. Wir brauchen keine Tore schießen, das machen die schon für uns. Ja, die sind beide nach vorne hin gut, irgendwie hinten sind sie scheiße. Weiß ich nicht, ich glaube, das war eine der unsere ersten Aktionen, die überhaupt so im Bereich des Kastens von denen ging. Nee, ich glaube, das ist so bei den beiden. Ja, meinst du? Ja. Das war Verwirrungstaktik. Nein! Jawohl! Alter, ey, den hab ich verkackt. Ich hätte ihn auch beinahe noch verkackt. Aber der war gut. Besser in die andere Ecke reinspielen als direkt nach da, weil der hätte ja wieder hochspringen können, dann hätte er den vielleicht noch gekriegt. Ja, das war schon gut. Wohl.
Oh nein! Oh nein! Dazu sage ich nur eins. Das ist so ein richtiger Kick. Ich wollte ihn aufhalten. Das war jetzt gerade so ein richtiger Kickwix. Ja, das war ein richtiger Kickwix. Insider kennen den. Naja, Abonnenten kennen den, die sich vielleicht nochmal mit den letzten Rocket League Videos von uns auseinandergesetzt haben. Ja. Nämlich eine Folge, die wir uns heute zusammen angeguckt haben, war Rocket League Folge, keine Ahnung, sie hieß auf jeden Fall. Zwei war's. Das war Rocket League Folge 2, Kickwix. Ja, genau, sie hieß Kickwix. Und die Erklärung, was Kickwix bedeutet, ist so oder so die beste. Erklär sie doch nochmal. Jawohl. Wenn die Wichse mit einem Schlag in den Hals haut. Oh, oh Mann, ey. Mein junges Ich war schon so ein bisschen, also jüngeres Ich, nicht junges Ich. So dein junges Ich. Ich war 26, hallo? Da war ich schon jung. Da war ich nicht 30. Ja. Also nicht 31, verdammt, ich habe mich schon wieder ein Jahr jünger gemacht. Ist ja auch noch nicht so lange her, dein Wurzeltag. Ja. Ja, wie alt war ich denn da? Ich war da 24, ne? Ja, das ist richtig. Oh, fuck. Das ist richtig. Es ist schon echt arschlang. Ja, du musst dir mal überlegen, 4 Jahre. Oh, shit. Ja, was alles in den 4 Jahren passiert ist. Da haben wir beide noch in anderen Wohnungen gewohnt. Da gab's kein... Jawohl! Geführt. Ja, das stimmt. Da gab's kein Coronimoni. Ja, genau, kein Coronimoni. Was denn? Das erinnert mich irgendwie an Macaroni. noch 2 Tore. Haben wir aufgeholt. Ja, wir waren jetzt auch... Jetzt sage ich jetzt mal, die ersten 2 Minuten von uns waren wirklich beschissen. Ne? Ja, waren sie. Da waren meine Lags dabei, da war... Im Allgemeinen lief's nicht, ne? Aber jetzt so gerade schon. Ja, machen Rennen! Nein! Ich bin daneben! Oh, nee. Ich hab mich gedreht! Ich hab's gesehen. Das war meine, ja. Gegnerische Tor. Das war meine Schuld. Du hättest den richtig geil reinballern können. Ja, ich hätte einfach nur geradeaus drauf zufahren müssen. Er macht ja den klassischen Danebenhänger. Ja. Geht er ins Tor? Oh, nee. Nee. Schade. Warte. Oh, shit. Wie unser lieber Lars jetzt gesagt hätte. Eine bessere Vorlage geht nicht. Naja. Das hat er gesagt. Ja. Damals, als es aber wirklich eine Vorlage war, war die wirklich ziemlich geil, glaube ich. Ja, die war schon richtig gut, ja. Schade, ah. Schade. Schade, schade. Ja, ja. Mit ganz großem E. Ja, so ist das manchmal, ne? Ja. Man sollte sich nicht mit alten Sitten, wie war das, aufhalten? Sagt man das so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hab das jetzt einfach so gesagt. Lol. Wir haben gegen Diamond und... Ja. Wir haben gegen Diamant und Platin gespielt. Ich glaube, ich war Diamant eingerankt. Warte, kannst du anhand der Packung hören, was es ist? Mach nochmal. Ja, ich habe sie jetzt schon aufgerissen. Ich kann sie nicht nochmal aufreißen. Ey, du hättest fahren müssen! Nippon! Chips. Nein, das sind auch keine Nippons. Das ist sowas ähnliches wie Chips. Nicknack. Mega geil. Nein.
Ich sag dazu immer Pufferchips. Pufferchips? Die zerfallen im Mund, sobald die mit deinem Speichel in Berührung kommen. Und vor allem, die sehen aus wie Tierchen. Pombeeren! Jawohl! Ja, Pombeeren sind mega. Bei mir ist übrigens wieder absolut laggy alles. Ja, bei mir ist irgendwie mein Controller wieder voll latenzhaftig. Ja, ey, man kann da nichts machen. Tut mir leid, Freunde. Ihr seht es selber, wie es bei mir läuft. Alles andere als schön. Ja. Ja, schon wieder. Jawohl. Ich mach das schon. Das war halt ein Billo-Schuss, ne? War eine gute Vorlage vom Gegner. Ja. Ja, ich muss mir da mal was überlegen, jetzt hier nach der Folge. Für... Ja. Für diese scheiß Leckerei. Oh Gott. Oh shit, ich wollte ihn nicht zurückspielen. Upsi. Oh, Alter. Das war schon gemein, dass der da auf einmal so hoch gesprungen ist. Ja. Huch. Oh ja. Ich hab den Typen einmal berührt. Ich weiß nicht, ob ihn das entscheidend abgelenkt hat, aber ich könnte es mir vorstellen. Gucken wir doch mal. Ja, er hat sich damit auf jeden Fall ist aus dem Konzept gekommen. Ja, aber das wäre so oder so ja, reingegangen. Er wäre nicht drangekommen, das stimmt. Oder wäre vielleicht drangekommen, hätte ihn aber im Leben nicht retten können. Nee. Jo, Janik. Alter. Nice. Du fährst? Auch wenn wir nicht viel fliegen, würde ich trotzdem behaupten, wir können so einiges. Immer noch. Ja, das Einzige, was wir nicht wirklich richtig können, ist so richtig Wände mit Absprungtechnik und so. Ja, genau. Und so richtig fliegen halt, ne? Ja, richtig fliegen und aufs Tor ballern, das ist nicht so möglich. Also gezielt aufs Tor ballern. Aber ich würde mal behaupten, das, was wir am Boden machen oder in der nicht allzu hohen Luft, ist gar nicht so verkehrt. Es ist natürlich immer noch weit davon entfernt, wirklich. Ja, unser Stellungsspiel ist aber halt. Ja, das ist auch Käse, ne? Oh Gott. Nee, nicht mehr so. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Das ist schon gut geworden. Also besser geworden. Na. Es fehlt immer noch Absprache. Gerade in der Defensive. Ja, das ist richtig. Boah, das ist richtig. Oh Gott. Marin. Nee, da war der Typ vor mir dran. Kickwix. Suda. Kasuda, genau, den gibt's auch noch. Das war aber, glaube ich, ein Stream damals. Ja, das war ein Stream damals. Das war damals ein Stream. Ich weiß nicht, ob diese Streams noch in den Archiven bei uns existieren. Na, scheiße. Nicht. Weiß ich nicht. Müsstest du mal bei Twitch gucken. Ich glaube nicht. Werden die da nicht unbegrenzt gespeichert? Hm. Es gab Phasen, wo ich das gar nicht gespeichert habe. Ja doch, die hattest du damals gespeichert, alle. Die Rocket League-Dinger. Das weiß ich nicht mehr. Ich meine ja, aber ich will's nicht beschwören, sagen wir es mal so. Ah, shit. Nein. Oh, Menno.
Na. Scheiße, Dreck. Na, schade. Ja, den habe ich ein bisschen zu steil erwischt, aber ich glaube, den hätte ich so oder so nicht reingekriegt. Nee, aber ich vielleicht. Kacke. Ich stand gar nicht so verkehrt. Ah. Ja, sehr gut. War ganz schön knapp. Oh, der Adupti, der hat auch gerade schon eine ganz schön bescheidene Ping. Ja. Das Ding ist aber, wenn ich meine Lags habe, ne? Ich habe keine beschissene Ping. Ja. Ich habe eine ganz normale. Oh. Na. Ich weiß noch, wo ich diese Ping over 4000 hatte, ey. Was? Over 4000? Ja, das war übel. Ich hatte so krasse Ping. Sowas habe ich noch nie erlebt. Jawohl, sehr gut. 4000. Nein! Nein! Ja, das waren. Ich meine halt nur. Ich übertreibe jetzt mit der Zahl 4000. Das waren wahrscheinlich 1000 oder so. Also ich habe mich so irgendwo zwischen 500 und 900 bewegt, teilweise. Okay. Boah. Wow. Das war ich, sorry. Ich habe nicht gesehen, dass du fährst. Das gibt's doch nicht. Wow. Ja, haben wir das Spiel einfach mal in so ein paar Sekunden komplett verloren. Gedreht, noch nicht verloren. Ja, Das gibt's nicht. Nein, da war ich zu langsam hinterher. Ja, unsere Statistik stimmt schon mal nicht. Ja. Aber hey, das ist der Ausgleich für die letzte Folge. Wenn wir jetzt die Folge gewinnen, Runde gewinnen, sind wir immer noch in der Bilanz. Und schon wieder gegen Diamond 1 und Platin 2 gespielt. Das war immer nur auf die Aufnahme bezogen, nicht auf die Aufnahme-Session. Ja. Ich fahre. Ja. Hab ihn? Nicht. Er hat ihn gekriegt. Ist das für eine... Ich hab mir nicht vorstellen können, dass er den da kriegt, ey. Ist das für eine Map? Die kenne ich noch gar nicht, diese Canyon-Map. Das sagt mir jetzt gerade auch nichts. Ich sehe die... Nee, doch, ich hab die bestimmt schon mal gesehen. Bam, Junge! Mein Gehirn will sich nicht mehr dran erinnern. Das ist hässlich. Ja, schön ist nicht. Ist sie nicht. Ja, ich hab ihn noch mal hochgelegt, sodass er nicht dran kam. Sehr gut gemacht. Wirklich. Taktisch klug gespielt. Taktisch. Taktisch-schmaktisch, sag ich immer. Fuck, 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 fuck. Okay. Oh nein! Er hat mich irritiert. Ah, danke. Schreibst du? Mhm. Oh, jetzt habe ich wieder die Lex des Todes, Alter. Och, Mann. So verlieren wir auch unsere Spiele, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Oder wir schießen Tore so halt eben. Das geht natürlich auch. Ja, guck mal. Einer daneben. Und ausgetrickst. Pass auf. Hatte keinen Boost, ich musste erstmal Boost holen. Und dann war es schon zu spät.
Kann das mit dem Laggy jetzt erstmal aufhören, bitte? Alter, der Name von dem Typen, ich flanke dich. Nö, das mit dem Laggy hört natürlich nicht auf. Warum auch? Also der Typ ist Doppeldeutigkeit sein Vater, wie die Jugendlichen heute sagen würden. Nicht sein Urgroßvater? Nee, nicht sein Urgroßvater. Das macht nicht. Müsste er dann, dafür müsste er auf jeden Fall diese Doppeldeutigkeit an den Tag legen, bei der du sogar noch so ein drittes erahnst, weißt du? Ach so. Nicht die Doppeldeutigkeit, sondern die Trippeldeutigkeit sozusagen. Trippeldeutigkeit, Digga! Sowas gibt's. Dreifachdeutigkeit hört sich scheiße an. Ja, das stimmt. Was ist denn jetzt los? Der Typ ist so schnell, der klaut mehr als den Boost. Und ich habe so das Gefühl, dass ich manchmal durch den Boost durchfahre, aber einfach nichts einsammel. Ja. Ich hatte das Gefühl, er kommt da dran. Ist alles okay, alles gut. Ja, er wäre wahrscheinlich drangekommen, aber hätten nicht rausholen können. Würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Ich fahre. Jo. Fuck. Oh, shit. Scheiße. Naja. Wer hat wen zerstört? Total zerstört! Jetzt hat er mich zerstört, ja, das ist richtig. Schade. Ah, ich hab gedacht, ich könnte den dem Rücken spielen, aber da war der zweite da. Ah. Fuck. Der hat dich von hinten gerammt, ne? Ja, seitlich berührt so. Ja, wäre ich doch mal gefahren. Jetzt deiner! Fuck! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Der Vollwolf hätte jetzt gesagt, das gibt's ja gar nicht, doch bei Roller. Ja. Ah. Shit. Und dann immer dieses Lachen dabei. Alien. Wie aus dem Film Alien. Aber dafür mögen wir ihn ja, ne? Und jawohl! Was war das denn für ein Ding? Der war gut.
Upsala. Maschallah. Obstsalat. Obstsalat. Jawohl. So, Statistik folgenübergreifend gehalten, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne so ein kleines Abo da. Und ein Like. Und ein Like. Teilt von mir aus mit euren Freunden das Video, wie ihr gerne möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rocket League. Bis dahin. Tschüss.